Moin Leute, heute ziehen wir uns rein, wie man schräge Streckenlasten mit der Vöppelklammer beschreiben kann. Auf geht's! Was diese ollen Klammern nochmal genau machen, wissen wir ja schon. Klar, gibt ja ein geiles Video dazu. Mit den Vöppelklammern können wir ja ganz easy beschreiben, wie Kräfte und Streckenlasten sich so verhalten. Zum Beispiel sowas hier. Die Streckenlast beginnt erst ab einem x-Wert von 2 Drittel L und davor geht nichts. Wir haben gesehen, dass wir das einfach so ausdrücken konnten. Dafür haben wir die Vöppelklammer benutzt, weil jeder x-Wert unter 2 Drittel L zu einem negativen Wert in der Klammer führt. Und bei der Klammer steht hoch 0, weil sie so nur zwischen den Werten 0 und 1 umschalten kann. Was machen wir aber, wenn wir kein konstantes Q haben? Zum Beispiel so ein Kack hier. Dann sieht das ein klein wenig anders aus. Schauen wir mal, was da im Detail anders läuft. So sieht das gleich viel offizieller aus. Also gut, wir sehen, dass unsere Streckenlast ab der Strecke 15 beginnt. Zwar etwas müde, aber es zählt. Damit steht der Ausdruck in der Klammer schon fest mit x-15. Aber die Streckenlast springt nicht direkt auf ihren vollen Wert. Sie fängt erst an zu steigen. Für uns werden jetzt zwei Dinge besonders wichtig. Nummer 1, der Exponent. Die Vöppelklammer kriegt jetzt kein hoch 0 mehr, sondern eine andere Zahl. Welche Zahl kriegt der Rotz? Gute Frage. Die Zahl wird dieses Mal 1 sein und warum das so ist, seht ihr gleich. Denn was noch wichtig ist, ist der Verlauf der Streckenlast. Wenn wir uns mal nur die Streckenlast anschauen, könnten wir doch auf die lustige Idee kommen, eine Gerade in der Streckenlast zu erkennen. Nehmt ernst, seht mal. Ja, tatsächlich, sieht ganz so aus wie eine Gerade. Das ist auch recht geil, weil wir jetzt die Steigung der Gerade bestimmen können. Wer gerade einen Blackout hatte und die letzten 10 Jahre Matheunterricht zum Fenster rausgeschmissen hat, keine Panik. Die Steigung ist einfach die Höhe geteilt durch die Weite. Also um wie viel erhöht sich y pro x? Wir sehen gerade, dass wir nach der Strecke von 10 auf x einen y-Zuwachs von q1 haben. Also ist das gerade die Steigung der Gerade bzw. von der Streckenlast. Eine richtige Geradengleichung bräuchte ja auch noch die Laufvariable x und hier kommt der Exponent von vorhin ins Spiel. Dadurch, dass die Vöppelklammer ein hoch 1 hat, verhält sich die Klammer ab dem Knackpunkt wie eine Laufvariable und nicht nur wie ein Einschalter. Die hoch 1 kann man sich eigentlich auch schenken, denn die tut ja nichts. Und tada, wir haben die Lösung. Das können wir aber sehr bequem testen. Wenn wir ganz rechts an den Balken gehen, müssten wir für die Streckenlast einen Wert von Q1 erhalten. Und die rechte Kante ist ja gerade 15 plus 10 Einheiten entfernt, also 25. Wenn wir also 25 in unseren Streckenlastverlauf einsetzen, erhalten wir für Q von x den Wert Q1. Und genau den haben wir an der Stelle erwartet. Nice. Wir fassen also nochmal ganz entspannt zusammen. Wenn wir eine schräge Streckenlast haben, müssen wir die Vöppelklammer auf hoch 1 setzen. Erst auf diese Weise wird die Klammer ab dem Grenzwert zu einer Laufvariable. Und die brauchten wir ja, da man die Streckenlast als Gerade mit einer Steigung betrachten kann. Also einfach die Steigung bestimmen und mit der geeigneten Vöppelklammer multiplizieren und fertig ist der Kuchen. Damit ihr das mit der Vöppelklammer und den Hochzahlen auch richtig schön kapieren werdet, könnt ihr euch jetzt unsere Aufgaben dazu reinziehen. Die machen auch Spaß und ihr baut wertvolle Routine auf, also ran in den Speck. Die Aufgaben findet ihr auf thesimpleclub.de und in unserer App. Bis gleich dort.